Hallo und willkommen zurück bei Let's Play FIFA 13 Karrieremodus. Spitzenspiel steht mal wieder vor der Türe, beziehungsweise wir stehen bei der Spitzenmannschaft vor der Türe. Und zwar Red Bull Salzburg steht heute an als Gegner. Das letzte Spiel gegen den Wolfsberg AC haben wir knapp mit 2:1 gewonnen. Da kriege ich nochmal 30 Erfahrungspunkte, weil ich hier eine Auszeichnung bekommen habe. Aber heute am 21. April spielen wir jetzt in Salzburg. Und das wird natürlich wieder mal so ein echtes Spitzenspiel. Hier landesweit fiebern die TV-Zuschauer diesem echten Spitzenspiel entgegen. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen auf Dušan Svento aufpassen. Ja, den Mann kenne ich. Wir haben schon ein paar Partien gegeneinander gespielt. Das müsste jetzt ja, glaube ich, auch schon das vierte Spiel sein. Ich weiß gerade nicht. Sehe ich das irgendwo? Leider, was so ein bisschen hier in der Statistik fehlt, und ich bin mir sicher, in irgendeinem FIFA gab es es mal, ist, dass man praktisch in der Rückrunde oder in dem darauffolgenden Spiel sieht, wie man in den vorherigen Partien gegen die Mannschaft gespielt hat. Jetzt haben wir hier nur noch die letzten Ergebnisse, also wie die jeweiligen Mannschaften gespielt haben, aber nicht gegeneinander. Ich hoffe, ihr wisst, was ich so meine. Und das fehlt mir so ein bisschen. Das fände ich interessant, wenn ich sehen würde, ah ja, okay, ich habe jetzt hier die letzten zwei Spiele gewonnen oder verloren und dann ist man gleich noch ein bisschen motivierter. Das mit dieser Latten-Challenge ist auch für den Arsch. Ne? Aber na gut. Springen wir jetzt rein hier in die Bundesliga. Red Bull Salzburg gegen FC Wacker Innsbruck. Ja, nach unserem kleinen Durchhänger, den wir da hatten, hier die Niederlage im Pokal und dann das 1:1 nur gegen FK Austria, müssen wir uns noch ein bisschen fangen. Also ich glaube, wir haben uns noch nicht ganz gefangen. Aber wir sind auf bestem Wege, glaube ich. Das letzte Spiel gegen Wolfsberg AC war phasenweise schon super. Die Chancenwertung war mal wieder extrem mies. Vor allem meine. Aber nichts, das man verbessern könnte. Ja, so zum Beispiel. Supermann-Schuss. Leider ein bisschen zu hoch angesetzt. Habe ich leider auch vergessen, wer der Tormann ist bei Salzburg. Wo will er hin mit dem Ball? Gar nirgends wohin will er hin. Gibt dann lieber ab. Gehen wir immer drauf. Hm? Schade. Gut, da kommt Svento nicht dran. Dann trabe ich hier mal zum Einwurf. Upsi. Ach, ich wollte eigentlich die Flanke jetzt bringen. Aber da war der Ball schon weg. Und die kommt auch nicht. Naja, bei solchen Bällen. Die einfach da hoch vorne reingespielt. Ich weiß auch nicht. Saurer als jemand. Bring den Ball da raus. Da kann man nichts machen da draußen. Schade. Barisha, ist das Mittelfeldspieler? Oder so ein zentraler Offensiver? Ich weiß es gar nicht. Den hat Safa, aber sicher. Komm auf außen. Ja. Zum Glück bin ich wieder gar nicht auf rechts, wo ich eigentlich stehen sollte.
so Moser stopft so ein bisschen die Lücke. Komm mal über hinten. Wenn vorne so voll ist, dann spiel bitte hinten rum. Mama! Egal, wenn ich in die Mitte reingehe, schießt sie nach außen. Ist ein bisschen doof. Also manchmal handeln die auch so ein kleines bisschen doof. Ach, und dann bringt er den Ball ja nicht rein. Jetzt bin ich ihm vorne im Weg rumgelaufen, aber er hat auch gar keine Anstalten gemacht zu schießen. Piesinger will auch nicht schießen. Saurer auch nicht schießen oder passen oder was auch irgendwas machen. Stattdessen läuft er mit dem Ball da Ewigkeiten rum. Woo! Das war mal ein Grätsche. Warum kriege ich denn dann Minus? Ach, jetzt habe ich irgendwann auf halbem Weg den Ball verloren. Ich habe ihn noch nicht mehr gesehen. Und der Schuss ins Glück! Der Schuss ins Glück! Wuhu! Der Diver zur Eckfahne. Mann! Ich habe jetzt mal gar nicht lange gewartet mit dem Schuss. Achtung! Ich habe ihn hier bekommen und direkt den Schuss angesetzt. Und dann habe ich das Glück gehabt. Und dann geht er an den Innenpfosten im langen Eck. Endlich mal wieder ein Tor gemacht, Mann. Und auch im wichtigen Spiel dazu noch. Ja, aber das Duell gegen Forza kann ich doch... Ach, Mist. Da war keiner, der nicht anspielen hätte können. Und dann habe ich den Ball da irgendwie... Naja. Von denen schießt keiner aufs Tor, gell? Hat's vergessen. Da läuft auch keiner in Position, sodass er mal schießen könnte. Muss man alles selbst machen. Und wenn man dann keine Lücke findet, dann schießt keiner aufs Tor. Da kann man ein Glück haben, einen Eckball rausholen oder einen Einwurf oder was auch immer. Greif doch an, Mann. Und das war wieder so ein Pass ins Niemandsland. Ja. Ich glaube, manchmal ist man schlauer, wenn man ein bisschen drauf spekuliert. Das habe ich jetzt die letzten paar Male immer ganz oft gemacht. Einfach mal ein bisschen spekuliert und geguckt, wo kann er den Ball hinspielen. Wo spielt dann hin, wenn er ihn verliert? Das war natürlich echt dämlich jetzt hier. War bestimmt Saurer wieder, der gerne mal den Ball einfach nach vorne kloppt. So, jetzt spielt Teigl da alle aus. Na, jetzt lassen halt noch schießen, Mann. Mir Geschenke verteilen oder was? Noch nicht. So früh ist immer nur in der Saison, dass wir jetzt schon anfangen könnten, hier Meistergeschenke zu verteilen. Noch sind wir kein Meister. Da müssen wir schon noch ein paar Partien gewinnen. Und das heute werden anfangen. Wie halt wieder den Ball hergibt, der Fickelmüller. Nein! Und wie er den Ball einfach rauskloppt da hinten. Wer war denn das?
Ach, das war doch kein Foul, Mann. Der foul doch mich. Endlich habe ich die Taste gefunden, um... Lege mal halt den Ball noch auf den Fuß. Ich wollte gerade sagen, endlich habe ich die Taste gefunden, um beim Freistoß hochzupfen. Dreieckstaste ist das. Eine PlayStation. Lauf nicht weg! Ich laufe doch auch nicht weg, wenn jemand den Ball hat. Aber die Spezies hier, die laufen mal weg. Den Ball abgefangen, na, muss man auch mal machen. Ich habe anscheinend auch noch nicht so oft gemacht. Ich war immer mehr für die Offensive hier gut zuständig. Der war gut. Der war gut. Jetzt müsste einer in der Mitte laufen. Ja, noch einer in der Mitte. Nein, jetzt Schuss. Noch einer, Nachschuss. Oh, Mann. Dann ging's jetzt. Aber ganz schön zur Sache hier. Schade, ich stand jetzt für einen Moment mal relativ frei auf meiner Seite. Aber leider kam da kein Ball zu mir da drüben. Halbzeit. Puh, 1-0. Es ist spitzenmäßig spannend immer noch. Nur mein Tor macht den Unterschied geradeaus. Salzburg hatte noch nicht so viele Chancen. Die werden aber auch nicht so viele Chancen brauchen, schätze ich mal. Sind wir mal gespannt, ob man das Tor nochmal sehen hier. Hier, angenommen. Ja, Mund. Ja, der war natürlich verdeckt. Der hat Tom nicht gesehen, aber selbst wenn er ihn gesehen hätte, wäre er nicht dran gekommen. Selbst wenn er ihn gesehen hätte, wäre er nicht dran gekommen. Okay. 1-0 zur Halbzeit ist noch nix. Da müssen wir was drauflegen lassen. Okay. Ruhiges Aufbauspiel. Immer schön anbieten da vorne. Saura mit dem Ball. Ah. Was gibt denn jetzt? Ich habe gedacht, gibt Eckball. Elfmeter, aber ich habe jetzt keine Taste gedrückt. Ich bin ihm vielleicht ein bisschen zu übermotiviert aufgelaufen. Aber ansonsten fühle ich mich keiner Schuld bewusst hier. So, Berisha macht heute kein Tor. Hä? Gibt's da nicht ein Lied? Berisha. Nee. Und Eckball. Wenigstens mal einen Eckball wieder rausgeholt. Ja, in dem Spiel habe ich noch überhaupt keinen Eckball gehabt, oder? Schieß aufs Tor. Warte nicht so lange, ey, bis du da schon wieder weggelaufen bist vom Tor. Da heißt eine gute Schussposition suchen und abziehen. Hat bei mir vorhin auch funktioniert. Anstatt dass man den Fuß draufstellt und guckt, wo er hinspielen kann. Pack, 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 pack. Pick, pock, pick, pock, pick, pot. Ping, pong, ping, pong. Ping, pong, ping, pong. Jetzt Mogi nicht mehr, jetzt geh wieder zurück auf meine Seite. Macht ihr euren Scheiß da rein. Na, jetzt lasst aber auch nicht locker vorspielen. Genau, schön abgefangen.
Schön abgefangen, die Kugel. Kriegt er dann ein Zusammenspiel hinter einigermaßen auf der Seite? Nee, aus. Nee, ist noch drin. Komm, komm, zu mir. Ach, Piesinger, gewinn doch den blöden Kopfball. Sauber abgefangen. Ich kann schon wieder nicht mehr. Warum kann ich denn schon wieder nicht mehr? Komm mal jetzt hier. Aufbau. Aufbau, nicht Abbau. Komm nochmal. Noch ein Versuch. Oh, Mann, ey, die. Was war denn das jetzt? Nachgedreht oder was? So, Persteller kommt für Wallner. Doch relativ früh im Spiel hatten wir schon lange nicht mehr. Komm mal hier zu mir. Zu mir. Ja. Genau. Oh Mann, ich kann mit dem Kopfball auch mal ruhig mal gewinnen, oder? Ach komm, Piesinger, pass rein auf. Ja, und lauf weiter. Ach, hast doch Platz gehabt hier zum Laufen. Und! Boah! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Knapp. Der Pass kam an. Leider hat er dann nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Nochmal. Aber jetzt. Jetzt macht das. Per Staller. Jetzt hat er es gemacht. Verdient die 2:0 Führung. Ah, da hat er Saurer nachgesetzt und dann hat Peschel den Ball auf den Fuß bekommen. So, jetzt kommt Juvenal für Saurer. Und wir haben wieder eine komfortable 2:0 Führung rausgespielt. Das ist doch schon mal was hier. Warum habe ich den Ball da nicht gehabt? Und warum kriegt denn der jetzt schon wieder? Fragen über Fragen. Ja. Nach vorne, jawohl. Der hat noch Luft. Der gute Mann. Perstaller hat auch noch Luft. Perstaller hat Luft. Und die Coolness. Lauf halt weg. Bleib da. Der Sepp. Ja, Perstaller ist noch frisch. Und der ist da auch im Antritt. Auch um einiges frischer drauf als der Wallner. Ja, das ist doch mal Joker. Persteller hier mit Joker-Qualitäten. Mit eingewechselt und macht zwei Kisten. Mist. Mist, 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 Mist. 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 Ha. Ich erober den Ball und was macht ihr Freaks? Ihr verliert sie gleich wieder, die Kugel. Uli, 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 uli. Zum Perstaller spiel ich hier. Und er wollte. Ja, er ist leider nicht mehr frisch, gell? Oder war es auch noch nie? Ich weiß es nicht, wer jetzt hier gerade am Ball war.
Na? Traut sich jetzt wieder nicht zu schießen, gell? Da traut sich kein Mensch zu schießen. Samosa! Jetzt haben wir es aber auch hier. Keiner hat geschossen. Und dann war Samosa irgendwann dann schlussendlich doch durchgelaufen. Und jetzt machen wir sie im Ende auch noch nass, die Männer aus Salzburg hier. Hat zwar lang gedauert, 1-0 nur zur Halbzeit. Aber jetzt sind sie mit dem 4-0 doch wirklich bedient. Somoza zwei Tore. Nee, Somoza ein Tor. Perschel hat zwei Tore gemacht. Und Fickelmüller, ich habe ganz vergessen, dass ich ein Tor gemacht habe. Es kommt so selten vor, dass ich schon wieder direkt vergessen habe. Boah, was geht denn da jetzt hier? Was ist denn das? Der Perstaller, gell? Ey, wir haben da Verletzten liegen, gell? Wir haben da Verletzten liegen, gell? Wir haben da Verletzten liegen, gell? Was pfeift dann jetzt? Es pfeift da gegen mich! Ich habe den Mann gar nicht berührt. Guck doch mal an! Wo denn? Gar nichts habe ich gemacht. Hat er mein aggressives Spiel oder was abgepfiffen? Ohne den Mann zu berühren. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Meine Güte. Mal Nummer 89. Minute, nochmal eine gelbe Karte abgeholt. Na danke, jetzt müsste ich aber auch bald mal gesperrt sein, glaube ich, für ein Spiel. Wahrscheinlich fürs nächste, dann ziehe ich jetzt mal an hier. Wenn ich eh gesperrt sein sollte jetzt. Ah! Jetzt pfeift er mich nochmal ab. Ach, geh mir weg, Schiri. Jetzt hätte ich schon gedacht, er gibt mir nochmal eine gelbe Karte. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst kriege ich dann noch die rote Karte. Das will ich auch nicht. Ach, Leitgeb und Sekagia kommen jetzt. Ich habe gar nicht aufgepasst, wer gegangen ist. Okay, das Spiel ist aus. 4-0. Fickelmüller, Perschaller und Somoza, die Torschützen. Ja, das freut die Innsbrucker natürlich ungemein. Die Salzburger Fans pfeifen da so ein bisschen. Ich kann es verstehen. Aber was willst du machen? Kannst nichts machen. 4-0. Komm, mein Tor schon mal nochmal an, weil es so schön kurios war. War gar nicht kurios. Es war nur ein bisschen Glück dabei. Musst auch mal haben, ja, die Glück der Tapferen, der Arbeitenden. Komm, zeig mir mal das Tor. Ich will das Tor sehen. Ich will mein Tor sehen. Ah, ich muss aber drücken, glaube ich. Oder? Sehe ich mein Tor? Sehe ich mein Tor? Sehe ich mein Tor? Ja. Da kriege ich den Ball, drehe mich um und jo! In den Pfosten. Okay. 6-4. Ey, da kriege ich nur das 6x4 in so einem ollen Spiel, wo ich. Ich habe arg viel schlechte Stellungsspiel gehabt. Da kriege ich dann nur eine 6,4. Pah. Ihr könnt mich alle mal. Keine Spiele verfügbar. Keine weiteren Spiele waren hier an diesem Sonntag. Aber wir haben ja gut gewonnen. Entschuldigung, ich werde langsam müde. Ich werde langsam mal Feierabend machen. Ich danke euch schon mal fürs Zusehen. Ja. zu viele Karten. Ich will das kurz und direkt sagen, sie müssen. Ach so. Hä? Was will der von mir? Geh auch nach Hause. Ey. Die Trainer waren auch langsam alle am Rad, gell? Okay, wir haben. Das war unser Sieg. Das war die Meisterschaft. Ach, es ging jetzt aber schnell. Ja. Was will sie machen? Wir gewinnen die Spiele, die Gegner verlieren. Da ist man auch schon mal rechtzeitig, frühzeitig Meister.
Die Titelchancen haben sie schon in den letzten zwei Spielen verspielt gegen uns. Und wir sind es anscheinend nicht mehr einzuholen. Finde ich okay. Kann ich mit leben. Jetzt steht noch kleine Abschiedstournee. Wiener Neustadt sehe ich hier. Und das unten ist dann nochmal der SV Ried. Die machen wir in den nächsten Partien. Mal gucken, ob ich hier vielleicht nochmal in der meinen Platz in der Torvorlagenliste ausbauen kann. Oh, und Wallner ist auch nur noch auf Platz 2, der Top-Torjäger. Ich bin auf 1 der Torvorlagen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Tore habe ich denn eigentlich schon gemacht. Können wir bitte die Statistik gerade nochmal sehen? Bitte. Regie, würdet ihr die dann bitte einspielen? Ja, die mit den Torschützen. Ich schätze mal, ich habe, glaube ich, so 7 Tore gemacht. Kommt das hin? 9 sogar. 9 Tore. Ist okay. Kann man mit leben. Will ich mich nicht beklagen. Wenn es euch zu wenig ist, beklagt euch einfach mal in den Kommentaren. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und dann bis die Tage. Ciao.